Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Let's Play TV01. Nein, von Let's Play Minecraft Together, hier mit Let's Play TV01, Gameboy LP 100 und Treinser 1. Ja. Erik. Wer hat den gekillt? Ja, Leute. Soll ich? Ich guck nachher in die Config. Ich war's. Guck dir mal die ganze Liste an. Du hast selber gekillt? Ja. Idiot. Einfach nur für den Überraschungseffekt. Egal. So. Wir sind wieder auf meinem Server. Ich mach schon mal Präsentation. Ja, wir gehen einfach hier rein. Creeper! Das wird ein Adventskalender. Hat was kaputt gemacht? Im Dezember wird hundertprozentig komplette Folge. Nee, Mob Creeping ist aus. Glaube ich jedenfalls. So, erklär mal. So, im Dezember kommt. Wir haben hier so eine schöne Erfindung gemacht. Beziehungsweise nicht die, ich. Was war nicht, das? Nicht drauf. Ich muss kurz den Adventskalender umändern. Mir ist da gerade was aufgefallen. Gut, das hier ist unser Adventskalender. Spielst du mit TNT rum? Von 1.12. bis hier hinten 24.12. Was da drin ist, werdet ihr später erfahren. Christian, ich gehe in das Haus rein. Ich muss in das Haus. Du kannst wieder rauskommen. Mops denn aus. Gut. Und wer weiß genau, was in den ganzen Teilen drin ist? Nämlich der, der es bestückt hat. Ich? Aber die Zuschauer wissen es noch nicht. Ich kann oben. Spoilern. Und dann gehe ich gleich wieder in unsere Höhle, die wir in der letzten Folge... Nee, die ist schon ausgearbeitet. Die hab ich schon ausgearbeitet. Meine ist aber noch nicht ausgearbeitet. Die ist auch noch nicht ausgearbeitet. So, okay. Unser Haus. Habt ihr hier irgendwo so einen Eichenholzbaum gesehen? Diese großen? Das ist keine Eiche. Das ist Dschungel. Nein, ich meine nicht die Dschungelbäume, ich meine vom Eichenholz gibt es auch so Bäume, die sind riesig. Hab ich noch nicht gesehen. Hier hinten ist einer. Die Sonne geht auf, warte mal, jetzt müsste doch gleich dieser Befehl kommen, nicht wahr? Den dürft ihr nicht fällen. Scheiße, da. Christian. Tada. Die Sonne geht auf. Ja. Christian ist ein Creeper. Ich dachte, Mobs sind aus. Ich hab doch Mobs ausgemacht. Sag mal, wofür ist denn hier eigentlich hier so ein... Lukas, warum hast du da ein Loch drin? Oh. Wo Exit dran steht? Spring mal runter. Christian, wenn wir aus sind, dann komm mal bitte zu mir. Ah, wir haben ja wieder neues Holz. Du musst Game Rule Mob Spawning ausmachen. Was hast du gegen Mobs? Ich habe Difficulty auf Easy gestellt. Ja, den hatte ich gerade wieder auf Null gesellt. Auf Null gestellt. Was hast du dagegen? Dadurch, dass Twainsa nicht gleich in der ersten Folge sterben soll. Mhm. Was schneller gehen kann, als du denkst. Ja, ich sterbe sehr schnell. So, was wollen... Bitte nicht am Stehen pinkeln, ich mach dieses Schild. Ach, da war's. Wo ist mein Zeug? 3 hoch, okay. Was für ein Zeug? Ich hatte Zeug. Was ist das hier reingetan? Ich hab noch Kies hier rumliegen. Kann ich jetzt einen Baum benutzen? Nö. Besser als ein Baugerüst. Darf ich euch um etwas bitten? Um was? Würdet ihr bitte den Baum hier nicht fällen? Ich sehe nicht welchen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich will einfach jeden Baum gleich, ja? Ach, hier ist mein Zeug drin. Das hatte ich bei einem guten Freund rein. Aber wieso ist denn das? Wer hat mir jetzt Fly-Mode gegeben? Fly-Mode kann niemand dir geben. Doch. Da ist unser Adventskalender drin, unter diesem Geschenk. Und da ist das Bo. So, ich hab. Leute, ich kann euch mal was sagen. Ich und Christian haben so oft Minecraft-Let's Play gemacht. Und dann hat Christian nie hochgeladen. Ernsthaft? Ja, das war die guten alten Zeiten. Die jetzt vorbei sind. Jetzt ist er dabei. Jetzt bin ich immer dabei.
Das lade ich auch regelmäßig hoch. So. Lagerraum B ist mein Lagerraum, okay? Ich dachte, wir untertrennen nicht. Jetzt untertrenne ich aber. Mhm. Also das nicht eigentlich unterteilen? Was habe ich da eigentlich? Ja, diese keine Ahnung. Deutschlegastheniker. Immer diese Deutschlegasthenie. Ich werde deswegen nur gemobbt in diesem Let's Play. Ich will nicht mehr nehmen. Lukas, baust du dein Haus noch höher? Ich? Ja. Ja. Also, nein, ich. Ja, ich wollte es vielleicht noch niedriger bauen. Achso, keine Etage mehr drauf? So, ja, doch, vielleicht Angst. Doch. Brauche ich ja oder nein? Eisenzeug? Ja, ich fahre gerade schon wieder Eisen, ich weiß aber auch nicht warum. Also wenn du noch eine Etage drauf baust, dann mache ich hier einfach der dicke Wand hin. Ja, warte mal, da brauche ich gar nicht das hier machen, da mache ich Glas hier. Ich habe einen Spawner gefunden. Ich lösche den jetzt aus, aber ich lasse den für XP. Den habe ich schon geleert, den Spawner in der Höhle. Wie kann man den Spawner auslernen? Den habe ich gemacht. Ja, Leute. Scheiße. Ja, dann kann ich ihn ja auch abbauen. Mit Stöcken baut. Wie kann man den denn bitte schon ausleeren? Ja, hier sind Kisten. Achso, du meinst ein Dungeon? Spawner ist Dungeon. Nein. Nein? Gibt's einen Unterschied? So eine Frage. Boah, Mutter guckt sich wieder eine Sendung an. Also derjenige, die es hören, ist gerade. Mhm. Nee, ich höre nichts. Nee. Leute. Ja, wir können da ja so eine Sache reinmachen, dass alles, was die droppen, dass wir das einfach fallen. Also wir machen so eine kleine Monsterfalle hin. Ja, das ist jetzt weg. Hast du kaputt gemacht? Ja. Ach, wieso? Weil ich dachte, der nützt mir nichts. Jetzt bin ich ein Level aufgestiegen. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Und rat mal, was da drin ist. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Wenn er so weitermacht, dann... Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da ist. Und rat mal, was da drin ist. Richtig, Trenzer 1. Oh. Hat jemand eine Schere? Nein, die könnte Edge aber bauen können. Hat jemand noch eine Axt? Ja, ich. Ja. Wo ist meine Axt denn? Ich hab mir jetzt eine Eisenaxt gebaut, weil ich schon wieder Eisen gefunden habe. Kannst du mir eine geben? Nö. Also will ich. Ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Richtig, Trenzer 1. Das ist eine Ansage, das ist eine Ansage, Twainsa, das ist eine Ansage gewesen. Du darfst mich auch Erik nennen, Christian. Immer noch. Nein, ich hab ein Glas voll Dreck, ich hab ein Glas voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Richtig, ja, Erik. So besser? Ja. Komm. Selbst es. Einfach mal kaputt machen. Da machen wir Glasscheiben hin. Haben wir noch Glas? Nein. Ich hab noch 9 Glas, aber das kannst du auch ruhig haben. Glasscheibe oder Glasblöcke? Glasblöcke. Gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist ganz gut. Ja, dann hast du 16 Glasscheiben. Ich brauch keine Glasscheiben. Kohle. Ja, ich hab grad Mossi. Moosstone. Kohle. Rahmschnitzel. Lecker. Nein. Ey, wir wollen keine Werbung für andere Let's Player machen. Rahmschnitte. Abonnieren, sofort. Harald Renke, abonnieren, sofort. Nein. Wir wollen keine Werbung machen. Es ist keine Werbung, wenn wir sagen, der ist scheiße. Horst Schlemmer. Wer? Frenkel Frotzel? Nein, Rahmschnitzel. Was? Frotzel? Was? Ist nicht scheiße. Frenkel Frotzel ist zwar auch. Wir brauchen da keine Kiste. Du musst das Bett hin, was da drin war. Wie viel ich einfach an Eisen finde. Ja, ist so, ne? Du musst mir gleich mal den Seed sagen. Was? Von Eisen? Ja, von der Map hier. Wieso? Der ist voll geil. Das ist eine ganz normal created Map. Ja, aber trotzdem kannst du mir den Seed sagen. Nö. Doch, wenn du slash Seed eingibst. Hier brennt da oben Eisen. Und ich Gold hab den Seed. Wir haben ja noch Goldbarren hier. Ja, die hatte ich schon gemacht. Gesundheit! Egal wer das war, Gesundheit! Also bei mir niemand! Ja, Daniel? Ja, ich weiß. Bei mir nicht? Nee. Jetzt könnt ihr alle in die Kommentare schreiben: Gesundheit. Ich werde es dann meiner Mutti ausrichten. Nein! Drei Glas nicht nur Gesundheit! Hashtag Gesundheit! Nein, schreibt Hashtag Verderben!
Hey. Erfahrungseigenschaft. Schmieden. Was machst denn du? Hä? Warte, was brauch ich? Ich hab hier Eisenbarren rausgenommen. Immer noch Gesundheit. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit immer das mache, weil ich tue das Glas wieder zurück. Was? Ich muss einen Ofen bauen? Also das ist jetzt wirklich eine unterfordernde Aufgabe. Ach egal. Minecraft, ich... Hau ich das Glas da rein? Dann ich hab Emeralds gefunden. Haben wir noch irgendwo Kohle? Ja, ich baue hier gerade ohne Ende ab. Mhm. Ja, ich hab Emeralds gefunden unter Erde. Das muss man bei mir an. Ich bin gerade dabei, mir mein Baumhaus zu bauen. Dein Internet spackt ab. Naja, das spackt sowieso jeden Tag ab. Minimum 50 Mal. Mein Internet? Ja. Ja. Ja, da muss Wuppertaler Leitung halt. Wuppertaler Bambusleitung. Echtes Wuppertaler Bambus. Gesundheit. Überall haltbar in Wuppertal. So, jetzt habe ich nochmal ein paar Spitzhacken gemacht. Nein, natürlich nicht Spitzhacken. Oh Gott, ich traue mich überhaupt nicht weiter abzubauen. Weil das ist nicht der. Unter mir der Abgrund ist. Bist du gestorben? Nein, aber ich werde nicht sterben. Das ist gut. Nee, Lukas hat so ein Geräusch gemacht da. Nein, ich bin runtergefallen, aber ich habe keinen Schaden genommen, weil da zum Glück Wasser war. Ja, aber okay. Ich hab... Gesundheit. Wie oft denn noch? Oft genug. Ja, aber ja. Das Schweinefleisch kann ich noch eben hier reintun. Haben wir noch irgendwie was zu essen, das schon... Wozu braucht man eigentlich Gold? ...gearbeitet wurde. Boah, das ist doch schlimm. Ah, du hast ja noch ein bisschen was Kohle bei dir drin. Ich habe ein Schweinefleisch bei dir gefunden. Kohle, haben wir einfach. Hey, das ist mein Schweinefleisch, ich brauche auch was. Okay, ich habe keinen Hunger. Wer hat da geklingelt? Bei mir nicht. Nee, bei hier, bei uns. Keine Ahnung, zum Eddie. Hm? Der macht bei uns nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Noch mehr Emeralds. Ich weiß, wie ich die Folge nennen werde. Gesundheit, Mutti. Mit Mutti dahinter? Ja. Okay. Gesundheit. Gesundheit. Leute, ich habe schon wieder Emeralds gefunden. Was ist denn eigentlich Emeralds? Smaragd. Smaragde, damit kannst du die Sachen bauen. Ach, du klaust dir deine Sachen bei Lukas? Hä? Ich bin Lukas. Nee, Treinsa. Na! Ey, der Erik, der klaut sich seine Sachen bei dir. Ach so, nee, ich habe ihm erlaubt, sich Holz bei mir zu holen. Wie komme ich jetzt wieder nach oben, ohne Schaden zu nehmen? Durchs Treppenhaus. Ich habe mir vor, man würde bei dir. Was wollte ich jetzt machen? Genau hier. Ich habe mal testensweise bei dir Feuer gelegt. Bei mir? Ja. Fick aber dich. Ich habe die Welt als Sicherung bei mir zu Hause gespeichert und ich habe einfach mal getestet, dein Haus anzuzünden. Brennt wie Zunder. Och, mehr besonders dein Treppenhaus ist praktisch. Da geht ich habe schon wieder Diamanten gefunden, Leute. Bist du immer noch in der Höhle oder was? Ja klar, ich bin hier in der Schlucht drinne. Ich sehe hier gerade einer. Gut, ich gehe da mal. Wo will ich denn hingehen? Ah ja, ich wollte auch mal in der Dings reingehen. Wo bist du gegangen? Ich? Oh, ich hab Lava gefunden. Boah, das ist so schwierig. Risiko. Oh, perfekt. Perfekt Körper hier reingemacht. Ins Wasser. Bitte. Richte deiner Mutter mal Gesundheit aus. Gesundheit. Warum ist denn das hier abgebaut, die Steine? Wie lange haben wir noch? Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten, so ungefähr. Ja, okay. Wir können mithören, nur so. Ja, ich weiß. Ich hab ein Glas voll Dreck. Erik. Und rat mal, was da drin ist. Erik. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll. Die Flüssigkeit, die weiß ist. Ey, das war Sperma. Nein, ein Glas voll. Nein, das sage ich nicht. Ich habe schon wieder Dias gefunden. Ich hatte ja mal. Haben wir normal oder haben wir. Was haben wir jetzt für ein Game Mode? Normal, easy. Wuppervideos sehe ich. Peaceful.
Hallo. Okay, das erklärt natürlich alles. Wir können uns die Sachen hier abbauen und dann können wir da lustig machen. Was soll ich denn mit der Lava machen? Ich habe ohne Ende Gold gefunden. Ich stelle da mal einfach mal irgendwas rein. Ich verstopfe mal das Loch. Welches Loch? So, ich gehe jetzt die Lava abbauen für Höllenportal. Ist jetzt zwar stockdunkel, aber egal. Ah, Gold. Habe auch Dias gefunden. Ja, wie viele? Was braucht man, um Gold abzubauen? Eine Eisenhacke mindestens. Ach, scheiße. Jetzt habe ich einen Goldblock kaputt gemacht. Hat jemand von euch eine Eisenspitzhacke? Christian, du? Ja. Kannst du mir eine geben? Wo bist denn du? Kannst du mir eine geben? Nein. Warum ich farme gerade Obsidian. Oh, scheiße. Nein. Du farmtest Obsidian. Nein. Jetzt nicht. Oh, wie willst du das überhaupt? Wie willst du das abbauen? Mit einer Dia-Hacke. Du hast eine Dia-Hacke bereits. Ja, ich habe schon mal 6 Dias gefunden. Schon vergessen? Findet man hier so schnell Diamanten wie ein Hexit? Nein, ich habe jetzt erstmal nicht. Wo war verdammt nochmal hier das Treppenhaus, was wir gebaut haben? Ich habe hier eine riesen Kohleader. Ich hab vergessen, wie wir nach oben kommen. Ich glaube, ich gehe einfach mal darüber. Ich habe jetzt schon die erste Etage von meinem Baumhaus. Wer hat da geschrieben, ich habe ein Glas voll Dreck? Ich. Gehen wir noch nach oben, gucken wir noch mal hier was runter. Warum steht das da? Nein. Ich sehe dich. Ich jetzt in Lava. Das wäre really uncool. Könnte ich mich zu dir hin TP'en? Oder könntest du mir eine TPA-Anfrage stellen? Nein, das geht hier nicht auf dem Server. Leute, ich muss offline, ciao. Tschüss. Und damit haben wir ein weniger. Ja, das ist ja selbst schuld. Hätte er nicht vor der Folge zu viel gequatscht, Scheiße gebaut, dann wäre er jetzt auch da. Aber du nimmst noch auf? Ich nehme natürlich noch auf. Okay. Die letzten 2,5 Minuten. So. Ja, ich habe mich jetzt gerade auf die andere Seite durchgearbeitet. Ihr könnt ja in ein paar Minuten mal bei meinem Baumhaus vorbeikommen. Ein paar Minuten ist gut. Du müsst ja wieder hochkommen. Ich bin momentan in einer tiefen Höhle. Und da fiel Erik erstmal eine Etage tiefer. Oh. Sollen wir jetzt Mitleid mit dir haben? Ja. Für eine Etage doch nicht. So, ich versuche mich bei allen. In 2 Minuten ist bereits die Folge zu Ende. Oh, was machen wir mit Ocelots? Die lassen wir erstmal. Wir können danach ja, wenn ihr wollt, direkt im Anhang noch eine Folge aufnehmen, nee, oder? Nee, geht's nicht. Ich hab nicht mehr genug Festplattenspeicher. Achso, ja. Das brauchen wir unser Anhängsel dazu. Das ist kein Anhängsel. Der geht ja noch. Ja, so, ein gewisser Herr ist schlimmer. Ich sag keinen Namen. Aber auch wenn ich jetzt leicht den Namen angedeutet habe, wenn er das Video guckt, es tut mir leid. Das war die Macht der Gewohnheit. Ja. Die Macht der Gewohnheit ist eine schlimme Macht. Das ist die schlimmste Macht, die es auf der Welt gibt. Routine. Naja. So, und jetzt gehe ich mir noch mal ein bisschen Holz hier holen. Und ich gehe jetzt mal schnell spawnen. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit oder wir machen ein bisschen länger? Nö, wir machen nicht länger. Wir können eine Minute länger machen. Wo baust du dein Haus? Hier hinten. So, aber wie fandest du eigentlich heute die Modelleisenbahntage, Erik? Ich mache jetzt mal kurz Cheat an. Ich will ihm suchen, wo Erik sein Haus baut. Ich bin ein bisschen negativ überrascht gewesen. Ich habe sie mir dieses Jahr eigentlich größer vorgestellt. Also die hätte wieder. Die meinten, es wäre sogar größer gewesen. Da bist du. Hatten die mir im Interview gesagt. Da bist du. Ich hab dich, hallo. Hier ist mein Baumhaus. Ich hatte überhaupt keinen Überblick mehr.
So, als Nachbarschaft. Warte, ich gebe dir ein Nachbarschaftsgeschenk. Im Interview haben sie mir gesagt, dass das sogar dieses Jahr ein bisschen größer geworden ist. Ich schenke dir ein Nachbarschaftsgeschenk. Kaufen! Bitteschön. Eisen, danke. Eisen. Eisen. Ein Nachbarschaftsgeschenk von mir höchstpersönlich, vom Owner dieses Surfs. Wer hat sich hier ein Loch reingemacht in den Spawn? Den bauen wir jetzt erstmal zu, oder? So. Gut, ich habe hier mal ein bisschen noch was nachgebaut. Folgentitel ist ja jetzt klar. Dann, ich hoffe mal, ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen und dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Genau. Und ja. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.